Hallo und Servus zusammen miteinander, liebe Freunde der Werbetechnik. Wir wollen euch heute ein ganz kurzes Video vorstellen. Und zwar ist das heutige Thema die Plotunterlage. Die meisten kennen das, ist in den meisten Fällen auch mit in dem Plotterpaket mit dabei. Bloß viele fragen sich wahrscheinlich auch, was genau damit zu machen ist. Und das wollen wir euch heute präsentieren. Nun, hier haben wir jetzt die zwei kleinen Versionen unserer Plotunterlagen. Die etwas größere in circa A3, die kennen ja wahrscheinlich die meisten eben vom Plotter aus dem Paket. Das hier wäre dann ungefähr A4. Und natürlich gibt es nochmal optional eine große Unterlage mit, ich schätze mal so 80 auf 100. Genaue Daten stehen natürlich in der Produktbeschreibung. Da es sich hier bei der Schneidematte um ein typisches Verschleißteil handelt, muss es auch dementsprechend öfters oder je nach Gebrauch erneuert werden. Die Matte wird im Endeffekt als Ganzes mit einer Schutzträgermaterial ausgeliefert. Im Endeffekt dient es dazu, dass die Klebeschicht, die ja rückklebend ist, damit überhaupt das Papier oder die restliche Folie darauf haften bleibt. Genau, die gehört einfach davor abgezogen und dann kann man sein Material draufkleben und das Ganze dann in Plotter einspannen. So, und wie natürlich diese Plotunterlagen jetzt funktionieren, wie das Ganze ausschaut, schauen wir uns nun im Folgenden an. Wir fahren mit dem Messer im Endeffekt rechts unten an den Rand, da wo wir den Nullpunkt haben wollen, so dass wir eben bei dem kleinen Stück für unser Muster dann auch genug Folie noch vorhanden haben. Auch hier ist es natürlich von Vorteil, wenn man darauf achtet, dass das Messer nicht unbedingt in die Klebschicht schneidet, weil dadurch natürlich der Verschleiß auch erhöht wird. Aber da ist natürlich nicht so viel kaputt wie jetzt dann an der Schneidleiste. Genau, und auch wichtig ist zudem, dass man vorher natürlich testet, ob man mit den normalen Parametern wie Geschwindigkeit und Anpressdruck arbeiten kann. Natürlich ist es auch immer wichtig zu schauen, ob das Messer dementsprechend weit genug rausschaut, wie man es für gewöhnlich auch einstellt bei der Folie, die man schneiden will oder allgemein bei dem Material. Wir haben jetzt das Messer natürlich so eingestellt, wie wir es auch gewohnt sind und werden uns natürlich nach und nach rantasten, ob das funktioniert mit denselben Anpressdruck. In der Regel sollte der normale Anpressdruck passen, denn im Endeffekt ist ja im Motorblock ein Sensor, der die Kraft, den Druck reguliert und merkt. Das heißt, nur weil wir hier eine dünne Erhöhung haben, heißt es nicht, dass wir jetzt dementsprechend unbedingt viel weiter runtergehen müssen mit dem Anpressdruck. Und jetzt legen wir natürlich los mit dem ganzen Plottern. We'll be right back.
Nun, nachdem wir jetzt eben das Ganze geschnitten haben und auch wieder entfernt haben, sieht man jetzt auf der Seite hier, dass man natürlich gewisse Rückstände von dem Trägerpapier von der Selbstklebefolie hat. Auf der anderen Seite haben wir auch mal zwischendrin mal versucht, Flex und Flock zu schneiden. Da sieht man keine Rückstände. Und ja, logischerweise liegt es daran, dass Flex und Flock eine Kunststoffübertragungsfolie hat. Demnach ist da natürlich auch kein Rückstand. Wem jetzt logischerweise natürlich dieser Rückstand auf der Klebeschicht nicht gefällt, dafür gibt es natürlich einen kleinen Trick. Und zwar nimmt man eine Sprühflasche mit etwas Wasser gefüllt, sprüht das Ganze drauf, nimmt sich einen Baumwolllappen oder altes Polyester-Shirt, was auch immer, und rubbelt dann sozusagen diesen Überschuss weg, sodass zumindest das Gröbste auch entfernt wird. Kann das Ganze dann auch dementsprechend mit dem Föhn wieder trocknen. Oder man lässt es, wenn man es jetzt nicht sofort braucht, dann einfach an der Luft trocknen und kann dementsprechend dann zumindest auch bei Selbstklebefolie mit dem Papier das Ganze öfters hernehmen. So, liebe Freunde, wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt die Unterschiede und auch ein paar Tipps und Tricks zu der Schneidunterlage präsentieren. Sollten noch weitere Fragen vorhanden sein, gerne bei uns anrufen, E-Mail schreiben, Ticket erstellen. Ihr kennt ja das ganze Spiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zum nächsten Thema. Bis dann, ciao.